Tagchen, Leute. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich sehr. In diesem Teil vom Ganzjahreshochbeet bauen zeige ich euch, wie ich hier eine automatische unterirdische Bewässerung eingebaut habe. Dann, wie ich das mit Kompost befüllt habe. Und am Ende zeige ich euch, wie ich das Hochbeet mit der Squarefoot Gardening Methode bepflanzt habe. Die Methode eignet sich extrem gut für Leute wie mich, weil man genau weiß, wie viele Pflanzen und welche Pflanzen muss man in welchen Bereich reinpflanzen. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir irgendwie einen Daumen hoch da lasst oder wenn ihr auch ein kleines Abo hinterlasst. Das würde meinem Kanal sehr helfen. Jetzt aber erstmal genug geschnackt, los geht's! Tagchen, Leute, ey. Bin gerade noch mal schnell zum Agriloja gedüst und habe noch mal Kompost geholt. Nervt mich zwar wirklich, dass ich das in diesen komischen Plastikdingern besorgen musste, aber geht im Moment nicht anders, weil man hier keinen hochwertigen Kompost bekommen kann. Dann habe ich mir ungefähr 1 Million geile Pflanzen besorgt. Salate, Spinat, Aubergine, Tomaten, Rucola, alles habe ich mir geholt und werde das Ding heute versuchen komplett fertig zu machen. Step 1 ist jetzt, dass ich hier das Wasser anschließe und die Beregnungsanlage teste. Diese dicke Pipe, die hier liegt, die habe ich vor 2 Jahren mal hier runtergelegt. Da müsste eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, Wasserdruck drauf sein. Insofern, ich denke mal, ich kann es gleich testen. So, dann mal in die Hände gespuckt, los geht's. Kiwischen, helft ihr mir? Bist du mein kleiner Baumeister wieder? Mmh. Oh, ist das ein schöner Tag, hä? Und du hilfst mir auch? Du machst wieder die Bauaufsicht heute? Alles klar, los geht's, Leute. So, Leute, als erstes werde ich jetzt hier die, diese Knicke auswechseln. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass da keine Erde reinkommt. Wenn ihr mal Probleme haben solltet, dann könnt ihr zum Beispiel diese Rohre auch ganz simpel einfach in heißes Wasser reinlegen und dann werden die warm und weich und dann könnt ihr das ganz einfach draufschieben, diese Verbinder. So. Hier kann schon mal kein Knick mehr reinkommen. Was machst du? Stellvertretende Bauleitung oder was machst du? Oh, mit so einem kleinen Cuttermesser, ey. Ich weiß nicht, wo mein Messer ist. Die wird wahnsinnig, ey. Leute, als erstes Mal werde ich das ganze Ding mal spülen, damit da kein Dreck drin ist. Ich renne mal rauf und drücke mal auf den Knopf. Mal sehen, ob es geht. Läuft! Also das ist schon mal geil. Hier Stopfen drauf und dann verbinde ich die mal. Klappe zu, Affe tot. So. So, Leute, jetzt wird's ernst. Hey, was machst du denn da? Also alles verbunden, alles angeschlossen. Jetzt werde ich das Ding in Betrieb nehmen. Mal sehen, ob hier gleich Wasser raustropft. Ey, geil! Hier seht ihr, überall tropft's. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Leute, ich bin happy. Jetzt muss ich noch gucken, ob alle Tropfen auch wirklich funktionieren, damit das auch gleichmäßig feucht gemacht wird, das Beet. Ey, und dann geht's ans Bepflanzen, dann kommt der Kompost rein und dann geht's los. Squarefoot Gardening, so sieht's aus. Das geht alles hoch vor sich hin. Perfekt, ey, das ganze Ding läuft. Leute, ich habe hier so ein paar Loungy-Bungies am Start. Da frage ich mich die ganze Zeit, wie soll ich denn dabei arbeiten, wenn alle um mich herum so relaxen? Guckt euch das mal an. Setzt sie sich hier vorne auf die schwarze Folie. Damit so richtig schön warm wird, ne? Schön. Ich kann mich nicht komplett lachen über die. Geil. So, Leute, jetzt kommt der Kompost rein und dann die Pflanzen. Ey, hier vorne klaut mir einen Bärlauch. Ey, du Knalltüte! Klaust du mir den Bärlauch? So geil, die Tüte. Ey, Leute, jetzt geht's ab, ey! Boah, ich glaube, das wird so geil, ey! Passt genau. Was jetzt eigentlich noch fehlt, wären Würmer. Also ich muss echt mal zusehen, dass ich mal so ein paar Würmer bekomme, aber ich weiß noch nicht genau woher. Ich glaube, die verschicken die sogar per Post. Weil ich jetzt das Beet nach der Squarefoot Gardening Methode bewirtschaften möchte, muss ich jetzt die Quadrate einteilen. So, was haben wir hier?
Jetzt geht's ans Bepflanzen. Ich habe das Beet vorab ein bisschen feucht gemacht. Und beim Bepflanzen habe ich auch auf jeden Fall darauf gewartet, dass ich nicht in die absolute Mittagssonne reinkomme. Ich habe mir hier einen Plan gemacht. Hier ist die Nordseite, das ist diese Seite und hier ist die Südseite. Und ich habe halt immer 30 x 30 cm kleine Felder eingeteilt. Und dort werden jetzt entsprechend Tomaten, Zucchinis, Auberginen und Paprikas eingepflanzt. Und das Gute ist, dass man anhand dieser Methode eigentlich sehr, sehr gut weiß, wie viele Radieschen kann ich denn jetzt pflanzen, wie viel Knoblauch oder wie viel Zwiebeln oder wie auch immer, Karotten. Da gibt es so eine Liste. Ich werde, wenn ihr Lust habt, das auch gerne veröffentlichen, sodass ihr dann auch selber das nachziehen könnt. So, ich würde sagen, schnell einpflanzen. Ich freue mich megamäßig. Das ganze Beet ist Nord-Süd ausgerichtet. Und die großen Pflanzen kommen Richtung Norden, die kleineren gehen dann Richtung Süden, so dass dann halt alle genug Sonne haben. Deshalb pflanze ich hier vorne die Tomaten an. Eins, zwei, hier geht's los. Wenn ihr die andrückt, dann drückt ihr am besten so an, dass die von der Seite gedrückt werden, nicht von oben runter, sondern dass die Erde von der Seite an die Wurzeln dran gedrückt werden. So, was haben wir dann? Eine Zucchini. Die Zucchini braucht sehr, sehr viel Platz. Die braucht eine Pflanze pro 9 Squares. Die kommt also hier hin. Zucchini. Jetzt kommt hier Aubergine. Die Auberginen brauchen 30 x 30. Das heißt, die kommen in ein so ein Feld hier rein. Jetzt braucht man eine Paprika. Das ist die Paprika. Und der Salat, da kommen insgesamt jeweils 4 Salate in ein Feld. Also 1, 2, 3, 4. Was los? Schiebst du schon wieder auf den Salat oder was? Ich hoffe, ihr kommt hier nicht auf den Trichter und kommt hier hoch. Dann wäre ihr aber sauer. Du hast gar nicht so rumzuckern. Zwiebel. Da kommen 9 Stück jeweils in ein Feld rein. Zwiebeln sind drin. Wenn ich mich recht erinnere, kommen jetzt rote Beete kommt da rein. Das scheint mir echt ein bisschen zu eng zu sein irgendwie. Guck mal ein bisschen. Rote Beete, 9 Stück. Okay, machen wir 9. Karotten kommen 16 Stück da rein. Alter Schwede. Eine Karotte zu wenig. Packe ich da einfach noch eine von den Dingern raus, die ich gerade ausgedünnt habe. Hä? Eine Reihe zu wenig, oder was? Ey, ich habe eine Reihe zu wenig. Oh Mann! So ein Scheiß, das gibt's doch nicht. Aber ich habe ja noch 2 Felder frei. Also das ist Rucola, den haue ich dann einfach da rein. Und das ist Spinat. Spinat kommt hier hin. 9 Stück. Kalle, komm mal her. Willst du mal mein Hochbeet betrachten? Komm her. Komm hoch. Komm her. Komm mal hier. Ja, was sagst du denn dazu? Ist das toll? Karotten sind nicht so ihrs, glaube ich. Ja, Leute, damit ist das Beet erstmal soweit fertig. Wie ihr seht, das Gemüse und die Salate, die sprießen hier wie wahnsinnig. Das hier ist schon Spinat. Hier haben wir total viele Salate, wovon wir jeden Tag welche abernten. Hier haben wir Auberginen, Zucchinis, Zwiebeln und. Die geben richtig Gas. Damit ich aber über das gesamte Jahr ziehen kann, das war ja mein Ziel, baue ich jetzt in der nahen Zukunft für den Winter einen Gewächshausaufsatz, der von allen Seiten bewirtschaftbar ist, und werde das ganze Gewächshaus dann auch mit LED-Lampen ausstatten. Dazu eine Frage an euch. Wenn ihr Erfahrungen habt, wie man Gewächshäuser beleuchtet, dann würde ich mich super megamäßig freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren ein paar kleine Tipps gebt, weil ich jetzt angefangen habe zu recherchieren, was ist die beste Pflanzenlampe für Hochbeete oder für Gewächshäuser, und dann kann ich da mal gucken, ob ich eure Erfahrungen mit einbauen kann. Das wäre echt super. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß auf YouTube und ich sag mal bis zum nächsten Video. Bis später. Ciao, ciao. Boah, ey. Ihr gebt mal richtig Gas hier, hä? Aber die Tomaten, die muss ich, glaube ich, echt mal ein bisschen kürzen, weil die sind
Die machen ja alles platt. Naja.